Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Anduril. So, Jesper freut sich schon ganz, dass der Part beginnt. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Ark. Und wir haben noch einiges zu laufen. Also, ich schätze mal, das wird noch ein paar Parts dauern, weil wir bestimmt auch noch auf dem Hinweg einiges entdecken werden. Jetzt erstmal hier weiter. Ich werde weiter noch den Weg laufen. Weil es hat sich ja eben auch, also das heißt ja eher so, eben ist schon ein bisschen her bei mir. Aber es hat sich ja gelohnt, dass wir den Weg gelaufen sind. Weil da konnten wir, Moment mal, war da jetzt noch was? Nicht, dass ich was übersehe. Ich bin jetzt einfach weitergerannt. Weil das ist ja Anduril, das bedeutet... Nee, okay. Dass ja vielleicht noch irgendwas sein könnte, aber nein. Alles klar. Mal gucken. What? Warum ist das alles so hoch? Wieso kriegen wir denn so einen harten Bonus? Plus 13? Wir kriegen einen Bonus von 3 Punkten und hier nochmal um 4 Punkte. Aber wieso haben wir denn einen Bonus von 10 Punkten? Gut, mich soll es nicht stören, ich habe nichts dagegen. Wahrscheinlich liegt das an einem einfachen Skill, den ich mal irgendwie trainiert habe. Müsste ich übrigens mal wieder machen, da haben wir Wölfe. Jesper, meine Fresse. Mensch, also die KI ist doch nicht wirklich besser wie in Skyrim. Er wäre mir fast wieder in den Schlag gerannt und ist mir in den Schlag gerannt. Na komm, nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Hat der was dabei? So. Da unten ist ein Säbelzahntiger, oder? Ich tue mal hier schnell speichern. Mal gucken, ob ich den da unten erwische. Ja, dem geben wir. Boom. Und tschüss. So. Ein Gegner weniger. Lass mich raten, du bist wieder feindlich. Hey, ihr da. Könntet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Mein Bruder Ulver frisst sich drüben im Wald die Hocke voll. Hey, ihr da. Könntet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Mein Bruder Ulver frisst sich drüben im Wald die Hocke voll. Während ich, Idiot, an der Brücke Wache schieben muss, weil die Banditen jeden Moment kommen können. Sagt ihm, der soll seinen fetten Hintern aufschwingen und sich auf die Jagd machen. Deshalb sind wir hier. Bitte was? Ja, wir haben einfach mal gerade eine Quest bekommen. Warum nicht? Wenn nicht mal keine Gegner... Was wollt ihr? Haut ab, hier gibt's nichts zu sehen. Euer Bruder schickt mich, ihr sollt ihm bei der Jagd helfen. Ach, sagt ihr das? Dann hört mir mal gut zu. Seit wir von Ark zur Jagd aufgebrochen sind, macht der nichts anderes, als sich die Hucke voll zu saufen. Bis er wieder trocken ist, bewege ich mich keinen Fingerbreit von hier. Richtet ihm das aus. Was? Überzeugen, wir müssen ihn also überreden. Oh, das ist bestimmt sehr interessant. Da ist das hier alles stehlen. Na, hallo. Erstmal. So, ich würde hier nochmal schnell speichern. Nicht, dass ich mir das jetzt irgendwie bei dem versaue.
Ulver sagt, ihr tut den ganzen Tag nichts anderes, als euch die Hucke voll zu saufen und solltet erstmal ausnüchtern. Ist dieser Vatürensohn denn noch zu retten? Sagt ihm, er soll nicht so großspurig auffahren und seinen Arsch hierher bewegen. Alter, soll ich jetzt hier... Das ist doch eine Trollquest, oder? Also ist nicht eine Trollquest für Trolle zu töten, sondern einfach nur eine Trollquest, weil ich hier verarscht werde. Ich werde jetzt die ganze Zeit hier hin und her geschickt. Bunwa meint, ihr sollt mal nicht so großspurig auffahren und euren Arsch zu ihm bewegen. Ah ja, soll ich das? Und sagt ihm mal, dass mich, was er will, so viel interessiert wie die Arschhaare eines nackten Vatiren. Jesper, ich werde gleich was tun, was ich normalerweise nicht tue, wenn das so weitergeht. Und du behältst es dann für dich, ist das klar? Ulver sagt, was ihr... Ulver sagt, was ihr wollt, interessiert ihn so sehr wie die Arschhaare eines nackten Vatüren. Jetzt reicht's. Haut ihm für mich eine über. Ich halte mich da raus. Haut ihm selber eine über, wenn euer Seelenfrieden davon abhängt. Das werde ich auch. Ulver, jetzt werde ich's dir zeigen. Beim weisen Eremiten, was? Was? Ach so, wir sind Level Up. Idioten. Herzlich willkommen in Enderal, mein schönes Fräulein. Wo rennt er denn hin? Ja, danke, Jesper, dass du mich willkommen heißt. Oh ja, das will ich mir ansehen. Der ist wahrscheinlich so dicht, der weiß gar nicht, wohin rennen muss. Diese Rolle, Alter. Diese Rollen. Die sehen so gut aus. Und jetzt ist alles wieder gut. Danke für eure Hilfe. Ja klar, kein Ding. Ja, wie sie sich immer freuen, wie geil ist das denn, bitte? Das sieht zu witzig aus. Freust du dich auch so? Ne, der sagt jetzt gar nichts mehr. Das ist jetzt hier alles kostenlos? Ne, schade, das wär's gewesen. Ja gut, da haben wir einfach mal schnell noch eine Quest abgeschlossen. Level up. Warum nicht? Jesper, willst du mitkommen? Ach nee, da war ja was. Du hast ja manchmal keinen Bock irgendwie mitzukommen. Dann sollst du an mir nicht liegen. So, ist das der Weg hier, wo wir den, ja, den Gebirgstiger getötet haben? Die Leiche wird perfekt angespült, um ihn zu looten. Das war alles zeitlich so geplant. Dann bin ich hier der Feuermagier. Und sonst keiner hier, damit das mal klar ist. Boah, wenn das immer passiert, ey.
Ist hier irgendwie... Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Was, wo bist du denn, hallo? Jesper? Wo ist der denn? Ist der noch über uns, oder was? Ja, du bist jetzt gar nicht mitgelaufen, wir müssen doch eh runter. Ich verstehe nicht, was du jetzt willst von mir. Wo ist denn das Skelett hin? Da kenne ich ein Skelett. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir werden mal das jetzt noch machen und zwar den neuen Zauber lernen. So. Dorthin sind doch bestimmt Banditen. Ach, jetzt kommt Jesper wieder, sehr schön. Jetzt können wir doch mal gerade noch gucken, ob wir irgendwie was zum... Entfesselt eine Casanova beim getroffenen Gegner, die 11 Punkte in tropischen Schaden zufügt. Der Schaden steigt um 10%, die 10% fehlen im Leben. Und wir kriegen darauf kein Arkanistenfieber. Oh, guck mal an. 18 Blitzschaden. Das schmerzt. Gleisender Funke und Mana-Schaden macht's. Das ist schon ganz nett, das muss man schon sagen. Werde ich wahrscheinlich auf die Favoriten setzen, mal, oder? Komm, setzen wir mal auf die Favoriten. Hier. Addung brauchen wir dann eigentlich im Prinzip nicht mehr. Flammen. Den lasse ich mal noch da bei den Favoriten drinne, werde jetzt aber allerdings dann den hier auf die 3 setzen, damit wir den einfach so jetzt ausrüsten können. Und ich sollte vielleicht mal was schnabulieren, man weiß ja nie, ob man jetzt irgendwie hier Gegner bekommt. Oh, der ist stark, der Zauber. Wo geht's denn hier hoch? Das sind einige Gegner. Das sind sehr viele. Nur ein Kratzer. Wolltest du mir das sagen? Ist da oben noch einer? Da hinten ist einer, aber meine Mana ist so weit unten, da was ausrichten zu können. So, da meine Draglast schon relativ hoch ist, werde ich jetzt einfach nur das mitnehmen, was sich wirklich, wirklich lohnt, auch mitzunehmen. Wieso lädt sich denn meine Mana? Doch, die lädt sich auf. Verdammt, den habe ich jetzt nicht mehr getroffen. So, den haben wir so einfach uns gesnackt.
So, während Jesper da unten kämpft, denke ich mal, können wir hier erstmal in Ruhe alles looten, was wir so mitnehmen. Also Wein werde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir irgendwo eine normale Weinflasche bekommen. Geografischer Überblick, bringt das was? Oder war Nirim interessant? Ist auf jeden Fall genügend wert, um es mitzunehmen und zu verkaufen. Oh, ein Dietrich, sehr schön. Hier haben wir noch einen versteckten Drang. So, wir looten das hier noch jetzt, würde ich sagen. Solange kann der Part ruhig mal noch gehen. Guck mal an, eine neue Zutat. Okay, das ist also im Prinzip wirklich nur der untere Eingang des Turms. So, konnte ich ihn jetzt looten? Ja, den hatte ich gelootet. Komm, ich esse mal lieber was. Man weiß ja nie. Habe ich noch Hundefleisch? Nein, aber ich habe einmal Wurst. So, und Muschelfleisch. Das tut gut. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Na dann. Alles klar, Jesper, sehr schön. Ist hier was? Also hier waren wirklich einige Banditen, aber jetzt war hier zum Beispiel kein Banditenanführer. Keine Ahnung, ob es die gibt, aber wahrscheinlich gibt es die. Nur wir sind noch im Prinzip... Da gibt es eine Höhle. Ich bin eigentlich auch hier, um eine zu entdecken, aber irgendwie... Na, mal gucken, ob wir da mal reingehen. Jetzt wieder so ein komisches Geräusch. Oh, da ist das Dietrich zerbrochen. Was? Oh, aber trotzdem. Nehmen wir alles mit, das ist auf jeden Fall was wert. Kann ich denn hier was machen, wenn man hier so Geräusche hört? Oh, das wollte ich nicht. Tut mir sorry. Jetzt eine gute Pfeife. So, die Frage ist, ich schätze mal, dass diese Höhle das da unten auch ist, nur das ist hier der eigentliche, oder sag ich mal, auch ebenfalls ein Aus- und Eingang. Deswegen werden wir einfach in der nächsten Folge mal da reingehen und uns einfach mal da so umsehen. Dann kommen wir bestimmt da unten raus. Dann kamen wir bestimmt hier so querfeldein. Ne, Quatsch, das würde... Wo sind wir? Wie sind wir denn gelaufen? Oder muss ich aufpassen? Zum Glück habe ich da Schnellreisen drin. Also wir werden auf jeden Fall die Höhle machen. Im nächsten Part. Dann sehen wir einfach weiter. Alles klar. Macht es gut. Ciao.